Cape Coral, Florida, USA, neben all dem Stress mit Windeln wechseln, Kinderwagen schieben und Babyfüttern lässt Laura Müller, 22, es sich nicht nehmen, ihre Fans auf der Erotikseite OnlyFans mit heißen Bildern zu beglücken. Ihre neuesten Fotos sorgen allerdings für fiese Kommentare. Seit fast einem Monat sind Laura Müller und ihr deutlich älterer Partner Michael Wendler, 51, Eltern. Am 26. Juni verkündete die 22-Jährige glücklich die Geburt ihres Sohnes Rom Aston, der wenige Tage zuvor in den USA zur Welt kam. Obwohl die beiden mit ihrem kleinen Spatz sicherlich alle Hände voll zu tun haben, ist vor allem Laura direkt, nachdem ihr Kind das Licht der Welt erblickt hat, wieder auf der erotischen Bezahlseite OnlyFans aktiv. Satte 50 US-Dollar kostet ein Abo im Monat, zusätzliche 125 US-Dollar muss man für jede neue Fotostrecke von Laura drauflegen. Auf OnlyFans präsentierte die 22-Jährige auch während der Schwangerschaft ihr kugelrundes Bäuchlein, was sie sonst auf allen anderen sozialen Netzwerken versteckt hielt. Nun hat die Wendler-Freundin aber ihre Kugelzeit beendet und lenkt den Fokus ihrer OnlyFans-Betrachter auf andere Dinge, nicht unbedingt zu ihrem Vorteil. Nutzer bezeichnen Lauras Oberweite als hängende Schläuche. Denn ihre neuesten 12 Fotos, auf denen man Laura zunächst in blauen Dessous und später sogar splitternackt sieht, gefallen nicht jedem. In einem Forum, in dem unzensierten Müller Bilder geleakt wurden, meint ein User laut news.de, es ist natürlich Geschmackssache und sie kann da nicht zu. Aber ich habe nur selten bei einer so jungen Frau solche hängenden Schläuche gesehen. Und er fügt höhnend hinzu, das wird ja mal extrem bitter ausgehen, wenn sie nichts machen lässt. Auch ein anderer Forumsnutzer ist der Meinung, dass die frischgebackene Mutter dringend eine Beauty-Operation benötigt. Spätestens wenn sie nicht mehr stillt und die Brust abschwillt, legt sie sich unters Messer, jede Wette. So schlimm habe ich das auch noch nicht gesehen bei jungen Frauen. Rechtschreibung aus Kommentaren übernommen. Der User vermutet, dass die Optik von Lauras Brüsten zu wenig Sport geschuldet ist. Dass Laura gerade erst Mutter geworden ist und sich durch Schwangerschaft und Geburt auch die Optik ihrer Oberweite, vor allem, wenn sie ihr Baby stillt, verändern kann, scheinen die fiesen Kritiker allerdings vergessen zu haben. Und der Leak ihrer heißen Bilder kann für die User außerdem richtig teuer werden. Wer das Material von OnlyFans anderweitig veröffentlicht, darunter fallen auch Screenshots, macht sich strafbar. Ein Verstoß wird gerichtlich verfolgt, schreibt die 22-Jährige auf ihrem Profil.